Uns ist kalt und wir haben 10 Uhr morgens. Das ganze Fleisch ist noch roh. Wir müssen es jetzt sowieso kochen. Das heißt, wir brauchen Holz, Clint Wood, und wir brauchen eine Menge Holz. Vielleicht, ich überlege gerade, ob wir noch mal ein bisschen Holz sammeln gehen. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste. Hier mal 3 Stunden. Essen haben wir ja genug. Zwei Reclaimed Wood, na toll. Hätte ja auch besser laufen können. So, wir schauen mal rein. Uns ist Hunger. Wir sind hungrig. Und durstig. Draußen ist wieder ein Schneesturm. Schau ich nochmal nach. Das nehmen wir mal. 4 Firewood würde ich sehr ungern nehmen. Ich überlege, ob wir eventuell sogar zurücklaufen mit dem Fleisch. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges, was wir mitnehmen? 4 Firewood nehmen wir mit. Wir nehmen die Clothes mit. Wir nehmen den Anzünder mit. Cotton Socks, Hunting Knife. Lassen wir mal hier. Jerrycan. Oh, 2 Kilo, dann sind wir zu schwer. Wir nehmen die Simple Tools mit. Ne, die lasse ich hier. Wollsocken, dann ist alles okay. Dann machen wir Folgendes. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück zum anderen Lager. Weil dort haben wir nämlich genug Holz. Um dann da das ganze Fleisch durchzukochen. Jetzt überlege ich mal, wo kamen wir? Wir sind irgendwo da oben hergekommen. Wir hatten auf jeden Fall Blick auf die Hütte. Ich meine, es war hier. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. So, wir sind sehr hungrig. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ob das die richtige Entscheidung war? Ja, die Waffe, wir haben gebraucht 2 Schuss. Wir hatten 5, also haben wir noch 3. Wir müssen auf jeden Fall effizienter werden. Weil ich glaube nicht, dass wir im Laufe des Spiels irgendwo eine Kiste voller Munition finden und am Ende 1000 Schuss haben. Davon abgesehen ist nach dem paar Schuss jetzt schon die Waffe auf nur 80% runter. Zumindest sieht es so aus, als ob wir den richtigen Weg gehen. Vermute ich, es sieht sehr. Ich schaue mich hier mal um. Sind hier irgendwelche Wölfe? Nein. Irgendwelche Frozen Corps? Nein. Auch nicht. Also gehen wir mal weiter. Da oben ist der Zug. The Tunnel Collapse. Ja, hungry. I know. I know. I know. Wir sind sehr hungrig und müde. 14 Uhr. Erschöpft, ja. Ein bisschen muss der Kollege noch durchhalten. Ich hoffe nicht, dass der Wolf wieder da ist und auf uns wartet. Bei unserem Glück vermute ich dies allerdings. Ja, wir haben Food. Du hast genug Food im Gepäck, Kollege. Wir müssen es nur
schön in den Ofen schieben. Und dazu brauchen wir den Ofen und der ist da vorne. Ich hoffe, dass wir gut durchkommen werden. Mal schauen. Ansonsten haben wir eine Knarre mit. Ja, müde ist der Kollege auch. Da sehe ich aber gerade was. Das würde ich ganz gerne. Ja, Hunger ist sehr groß. Das würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Wenn wir nämlich einmal grillen, dann grillen wir richtig. 8,1 Kilo, du glaubst es nicht. Unglaublich. Oh, jetzt gehen wir stark ins Minus bei den Kalorien. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Freezing, starving. Ja, das war jetzt sehr schlecht. Minus 1000 Kalorien. Das war jetzt alles andere als gut. Das war jetzt sehr unüberlegt. Condition 77%. Wir sollten es aber noch schaffen. Wir sollten es noch schaffen. Da ist der Wolf. Den müssen wir killen. Gut, dass ich ihn getroffen habe. Da können wir uns dann gleich auch noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Also nahrungstechnisch sollten wir kein Problem bekommen. Zumindest bis jetzt nicht. Sofern wir jetzt nicht sterben werden. Ja, ich weiß. Du hast so viel zu tragen, du bist hungrig, du bist durstig, du bist müde. Kann ich alles verstehen. Dennoch müssen wir jetzt erstmal ein bisschen grillen. So, Firelock nehmen wir, Reclaimed Wood nehmen wir, die Tinderplugs nehmen wir auch mal zwei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel wir noch haben aktuell. Was haben wir noch? Flare, Reclaimed Wood nehmen wir auch mal alle. Und Newsprint, Leder, ja, okay. Und da unten war empty. So, dann machen wir jetzt ein schönes Feuerchen und machen uns erstmal was zu essen. Das passt alles, Startfire. Are you serious? Na, war ja klar. Wir sind am Starving und das Feuer geht nicht an. Don't do this to me. Es geht natürlich wieder nicht an. Wie viele Tinderplugs? Gut, dass ich gerade noch welche eingesteckt habe. Ich würde wetten, es funktioniert jetzt noch einmal nicht. Na. So, ganze 27 Minuten. Also, add to fire. Nein, aber nicht 4 Firewood, bitte. Ein Firelock. Ja. Und jetzt grillen wir mal alles durch. Danach, nachdem ich 2 gegrillt habe, würde ich auch erstmal 2 essen. Das heißt, wir müssen mittlerweile schon 3 essen. 5% nur noch. Oh, das wird aber 4%. Ja, wir sollten doch lieber alle durchgrillen, durchbraten, wie auch immer, bevor uns das Fleisch vergammelt bei 4%. Minus 1572 Condition, 3% nur noch. Ich hoffe, dass die Zeit reicht. Ich hoffe, dass die Zeit reicht. Das Problem ist, wir hatten 2% nur noch. Das Problem ist, wir hatten an dem anderen Standort einfach nicht genug Feuerholz, aber ein bisschen war ja da. Vielleicht hätten wir dort schon mal den Ofen anmachen sollen. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. 1%. Ja, mal die Daumen drücken, dass wir noch ein, zwei durchkriegen. Ja, jetzt sind wir schon bei dem anderen. Add to fire machen wir mal. Oh, das hält aber nicht lange. Machen wir erstmal die back und jetzt essen wir erstmal was. Guckt. Condition 50, eat. Davon hauen wir uns mal noch einen rein. Ja, dann können wir im Prinzip noch direkt zwei essen. Dann haben wir wieder 2.500 Kalorien. Und uns geht's wieder gut.
Wunderbar. Jetzt sind wir lediglich durstig. Das können wir abstellen. 1,2 Liter haben wir noch. Hervorragend. Jetzt sind wir nur Fatigu, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Weil wir erstmal das restliche Fleisch durchbrutscheln. Wir haben auch lediglich noch einen Vier-Firewood für den Notfall. Ich glaube, der Notfall wird auch gleich eintreffen. Ne, wir haben noch Reclaimed Wood. Sehr gut. Und draußen ist mal wieder ein Schneesturm. Ein bisschen Wasser sollten wir uns auch noch machen. Der Ofen ist ausgegangen. Der Ofen ist ausgegangen und wir haben nur noch einen Tinderplug. Ja, war ja klar. 23.30 Uhr. Wie viel haben wir noch? Oh, wir haben noch so viel Rohfleisch. Das gibt's nicht. Also der Kollege muss jetzt noch ein bisschen durchhalten. Material. Wo sind denn unsere Tools? Wo sind denn unsere... Komm, nehmen wir die Storelet. Wir brauchen noch Anzünder. Dann nehmen wir das vier Firewood mit. All. Es bringt nichts. Wir müssen das Fleisch durchgebrutschelt kriegen. Dann harvesten wir mal eben einen Newsprint. Und wir haben 12 Uhr. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Das noch zu machen. Unequip, sagen wir. Und hier machen wir jetzt einmal an. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Ja, ist ja klar. Komm, nehmen wir hier einmal ein extra Beschleuniger. 28 Minuten. Hier Firewood, Reclaimed Wood. Wir haben einfach noch zu viel Fleisch und es ist schon zu spät. Wobei 72%. Nee. Ich koche jetzt noch einen Liter Wasser. Und dann werde ich so ins Bett gehen. Und den Rest morgen. Ja, und den Rest morgen machen. Können wir noch einen halben Liter abkochen. 1 Uhr nachts ist spät genug. Wir müssen schlafen. So, wo sind wir? Hier sind wir. Ja, wir können auch nicht mehr gehen. Draußen tobt der Schneesturm, das ist uns aber gerade ziemlich egal, da wir im mucklig warmen Zuhause sind. Unequip. Sieben Stunden. Vier Tage und 58 Minuten schon überlebt. Super. Food and Drink. Erstmal hauen wir uns hier ein Vanishen rein. Ja, und wir haben wieder eine Lebensmittelvergiftung. Natürlich.
43%. Wir sind ja noch hungrig. Wir essen jetzt mal noch eine. Vergiftet sind wir ja schon. So, was brauchen wir? Antibiotikum und 10 Stunden schlafen. Na super. First Aid, Antibiotics Use. So, was haben wir? 10 Stunden Schlaf, das ist nicht so gut. Wir machen jetzt erstmal ein Feuerchen. Ja, 4 Firewood müssen wir machen. Das nehmen wir mal nicht. Komm, 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 komm. Sehr gut. Was haben wir? Wir haben nur noch 4 Firewood. Also müssen wir mal einen hinzugeben. Und jetzt grillen wir mal schnell das ganze Fleisch durch. Draußen liegt auch noch der Wolf, also sofern wir ein Essensproblem bekommen sollten, hätten wir auch noch den Wolf, den wir ausnehmen können. Es nutzt alles nichts, das Fleisch, wir haben es gerade mal wieder gesehen. Das Fleisch verdirbt viel zu schnell, als dass wir uns jetzt 10 Stunden hinlegen könnten. Reicht das? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das haben wir auch nicht mehr. So, wie viel Fleisch haben wir noch? Food and Drink. Ein einzigen. Das ist mir jetzt gerade ziemlich... Den essen wir. Warum isst er den nicht? Ah, ich wollte schon sagen. So, haben wir hier noch Platz? Search, search, search. Ich meine, die waren alle voll. Hier hinten haben wir auch keinen Platz mehr. Obwohl, hier müsste eigentlich noch... Ja. So, dann tun wir hier mal das rohe Fleisch rein. Und das Ganze. Einen behalte ich am Mann, wenn wir wach werden. Ja, bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als uns schlafen zu legen. Mal wieder. Ja, so kann man auch die Zeit totschlagen. Aber das haben wir nicht vor. 10 Stunden nutzt alles nichts. Ja. Es ist schön, uns geht's besser und wir haben Nacht. Und wir sind hungrig. Wie viel... Na komm, den brauche ich jetzt noch nicht. Condition 51%. Wir nähern uns den 5 Tagen. Interessiert mich aber gerade ehrlich gesagt relativ wenig. Ich muss gucken, was wir jetzt machen. Und vor allem... Quip. Stelle ich mir gerade die Frage, wie ich in diesem Spiel speichern kann. Ich gehe einmal raus. Ich habe es zwischendurch gesehen, als ich ein Haus verlassen bzw. ein Haus betreten habe. War... Oh, das hört sich nach Wolf an. Ist der Wolf wieder auferstanden? Saved Game. Sehr gut. So, mache ich Folgendes. Ich melde mich erstmal ab. Und mach nächstes Mal weiter. Bis später. Tschüss.